Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Unsere kleinen, aber feinen Karthago-Möchtegern-Kampagne mit Tunesien. Und im letzten Part haben wir es ja geschafft, uns gegen Frankreich, Österreich, Kastilien und sonst wen alles noch zu Wehr zu setzen. Eine vollständige Auflistung seht ihr dann bitte hier. Polen, Frankreich, Österreich, Sachsen, Aragon, Kastilien, Savoyen, Toskana, Venedig, Timurinreich, Sana, Swahili, Kastilisch-Westindien, Kastilisch-La Plata, Antillen, Kastilisch-Mexiko, Florida, Kosmopolitanisch-Mexiko, Kolumbien, Guyana und Kosmopolitanisch-Peru. Ein paar davon waren jetzt nicht direkt in diesem riesigen Koalitionskrieg drin, aber den Großteil könnt ihr euch schon so vorstellen. Sehr schön natürlich, muss man schon sagen. Und wir sind gerade dabei, uns mit den Folgen des Krieges auseinanderzusetzen, aka einen riesigen Schuldenberg. Wir müssen 4 Darlehen a 246 Gulden zurückzahlen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich viel ist. Deswegen senken wir jetzt mal unseren Militärunterhalt zum ersten Mal in dieser gesamten Kampagne, glaube ich sogar. Und gehen dann da dagegen vor. Unsere Truppen hier bewegen sich jetzt gerade schön auf Gaza zu. Werden dann auf dieses Schiff gekarrt und rüber nach Neapel gebracht. Wir gehen jetzt mal gegen diese blöden Rebellen hier nämlich vor. Die sind echt nervig. So, Rebellenunterdrückung in Korsika ist ausgelaufen, das ist natürlich nicht so schön. Kümmern wir uns mal drum. Rio de Oro, Arguin, Zypern und Korsika. Jedes Revoltenrisiko ist eine Gefahr für unser Reich. Deswegen gehen wir gegen jede Rebellen vor. Und dann ab nach Neapel mit euch. Die Truppen hier bewegen wir dann schon mal ein bisschen weiter. Je nachdem, wo sie dann am nächsten sind, werden sie aufgepickt und nochmal hier rübergebracht. Und dann vernichten wir die Armee hier. Oh, vielleicht aber erst schaffen wir es sogar noch vorher, dafür zu sorgen, dass sie Bari erobern. Das finde ich ziemlich cool. Ja, am liebsten würde ich jetzt natürlich einen Krieg gegen die Toskana führen. Sie ist momentan in der perfekten Position dafür. Großes Problem ist halt, dass die Toskana, also eigentlich wäre der Krieg an sich kein Problem. Das Problem ist halt, dass uns das was kosten würde und wir müssen momentan wirklich darauf achten, dass die Koalition nicht weiter wächst. Ja, perfekt. Ohne was gemacht zu haben. Wir sind hier echt die Opfer in diesem Krieg, in diesem Konflikt. Also ich meine, wir haben die ganze Zeit uns gerade friedlich verhalten, wir haben uns nur verteidigt und diesen Küstenstreifen hier von Spanien erobert. Aber das ist nicht wichtig. Wir haben uns eigentlich vorgründig nur verteidigt. Deswegen muss ich sagen, dass es schon eine ziemliche Frechheit ist, dass wir hier so malträtiert werden von der Toskana. Für eine gerechtere Welt. So, gehen wir auf die gehen wir aufs volle Einkommen. Und tu dann einfach mal auch die restlichen Truppen aus Kyrenaika rüber. Ja, der Plan hier, das Osmanische Reich abzuspalten von seinen italienischen Besitzungen, wird wahrscheinlich nicht so leicht aufgehen. Diese blöden sizilianischen Nationalisten gehen einem schon ganz schön auf die Nerven. Mir fällt gerade auf, dass wir uns gar nicht mal nach Neapel bewegen. Ach, Kacke. Flotte, zurück nach Kalabrien, bitte. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt einfach uns darauf beschränken, diese Rebellen hier zu besiegen. Das wird uns mit den Timuriden, nehmen wir einfach mal an, weil wir es können. Und wir zahlen unser erstes Darlehen zurück. Sehr gut. Nur noch 3 weitere. Hoffentlich schaffen wir das noch, bevor der Waffenstillstand ausläuft. Der geht eigentlich nochmal wie lange? Mit der Toskana bis 1644. Und mit uns bis 1646. Das heißt, bis zu diesem Krieg können wir uns auch wieder mit den Osmanen verbünden. Das ist sehr praktisch. So, und jetzt ist es eigentlich gerade halt so, dass wir uns um Frieden kümmern müssen. So, perfekt. Also, die Toskana hat natürlich jetzt ein hohes Anliegen dabei. Definitiv das Bedürfnis, diese Provinzen zurückzubelagern. Aber das werden wir schon zu verhindern wissen. Beziehungsweise eigentlich nicht. Ich will eigentlich nur Salento und Lucanien loswerden. Und die dann vasalisieren. Und dann bin ich schon ganz zufrieden. Was machen wir gerade? Ach ja, genau, wir fingieren gerade noch die Ansprüche auf Kastilien. Ist natürlich klar. Im nächsten Krieg wollen wir dann die Ansprüche haben. Mit etwas Glück irgendwie löst sich vielleicht diese Personalunion auf.
Wir haben zumindest hier schon mal den Kriegsgrund gegen die Castellaner. Ist schon mal besser als nichts. Gehen jetzt natürlich darauf, weitere Kriegsgründe zu fabrizieren. Oh, wir könnten sogar einen Handelsdisput fabrizieren, beziehungsweise provozieren. Allerdings habe ich da jetzt momentan kein Interesse dran. Vordergründige Interessen liegen momentan hier im italienischen Gebiet. Problem mit der Toskana jetzt als Koalitionsmitglied ist halt, dass Frankreich es wahrscheinlich schaffen wird, bei uns reinzumarschieren, hier unten in Italien. Tigray. Da bist du. 0,7% patriotische Rebellen. Ich denke mal, dass wir es damit schon noch aufnehmen können. Und die Osmanen besiegen die Rebellen. Scheiße. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre wirklich zu schön gewesen. Aber so einfach macht man es uns leider nicht. Naja, dann können wir die Truppen wenigstens wieder rüberschaffen. Aufs Festland. Also aufs andere Festland. Das ist auf der anderen Seite des Wassers halt. Des großen Wassers. Magisch. So. Ab nach Kalabrien mit dir. Oh, Kastilien hat uns beim Anspruch fingieren erwischt. Wie schrecklich ist das denn? Da müssen wir unsere Pläne wohl aufgeben. Das ist jetzt alles in... Ja, kann man nichts machen. Sobald Kastilien einen erwischt, ist aus. Aus die Maus. Löst diese Personalunion auf. Ich weiß, ihr wollt es auch. Unser erstes Darlehen ist bald fertig. Dann tilgen wir es einfach. Haha. Und holen uns nochmal Massengeld. Also wirklich Massen an Geld. 30 pro Runde, das ist nicht schlecht. So, wenn unsere Kolonien bald fertig sind, machen wir sogar noch mehr Geld pro Runde. Ich glaube, dann werden wir sogar... Ich weiß nicht, ob wir warten werden mit den Kolonien. Moralregeneration der Flotte klingt nicht schlecht. Wie viel brauchen wir noch bis zur nächsten Militärtechnologie? Ja, noch zu viel. Das heißt, wir verbessern jetzt mal unsere Flotte. Sehr schön. Ich glaube, als nächstes gehen wir vielleicht sogar auf die ökonomischen oder Handelsideen. Problem ist halt, dadurch kriegen wir noch eine administrative Technologie, noch eine administrative Ideengruppe. Administrativ ist es einfach zu fett bei uns und deswegen legen wir auch unseren nationalen Fokus auf die administrativen Ideen, auf die administrativen Machtpunkte. Dann können wir nämlich ordentlich durchpushen hier und uns die humanistischen Ideen weiter vertiefen. Wir haben Kriegsgrund gegen Österreich verloren. Oh, what a shame. What a pity. They lost their colony. Oh, it's such a shame. Sie haben sich zurückgezogen. A shame for the spree. Und ich sehe gerade, dass sie hier oben noch eine Kolonie haben. Naja, okay. Wenn ihr meint, Österreicher, wenn ihr meint. Noch ein Darlehen wird bald fällig. Ah, scheiße, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig. Oder bis 52... Ach, 2 Jahre haben wir noch Zeit. Locker. Ich dachte schon, ich wollte gerade Panik machen. Oh. Neapel. Get your shit together. Ist ja nervig langsam hier mit diesen ganzen Rebellen in Neapel. Mann. Vielleicht sollten wir uns mal Liebkind mit der Toskana machen. Damit sie uns wieder mögen. Wieder ist vor allem gut. Ich glaube, die konnten uns noch nie leiden. Aber dann können wir wenigstens vielleicht dafür sorgen, dass sie aus der Koalition austreten. Und wenn die Toskana aus der Koalition rausgetreten ist, habe ich schon wesentlich weniger Angst vor dieser Koalition. Ein Stabilitätseinbruch. Oh, Ali Hafsid der Zweite leitet unser Rumreich. Ach du Scheiße. Oh, guckt euch diesen schrecklichen Thronfolger an. So, haben wir es so gemacht, dass wir wieder Pietät verlieren. Oh Gott, unsere Pietät muss wieder gesenkt werden, auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir auch unsere Stabilität mal wieder steigern. Die ist ja schon ziemlich niedrig im Vergleich zu sonst. Wir hatten noch vor dem Krieg noch, während des Krieges mittendrin 3 Stabilität. Wussten die alle hin? Keine Ahnung. Staatssehen mit den Timuriden immer gerne. So eine plötzliche Erbschaft, stelle ich mir ziemlich cool vor. Ich glaube, wir machen auch mal eine Staatssehen mit Hejaz. Einfach, weil die auch gerade umstrittene Erbfolge haben. Und vielleicht haben wir ja Glück.
So, ein weiteres Darlehen ist getilgt. Ein weiteres Darlehen. Ein weiteres Darlehen liegt vor uns. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir endlich unsere gesamten Schulden abbezahlt. Ich wünschte, ich könnte es auch mal in Real Life sagen. Ach, warte mal, ich habe gar keine Schulden. ja. Warte mal, das bringt mir gar nichts, die offene Flotte. Doch, ich kann... Ach, ich bin noch bescheuert. Ich kann den noch nach Rom kutschieren. Vidia ist selbst erhalten. Das ist sehr schön. Was zum Teufel. Viktor von Guttenberg. Na, die Österreicher versuchen es nochmal. Ist ja schön für die Österreicher. Dann werde ich einfach nur warten, bis eure Kolonie erneut zerstört wird. Und wir schippern unsere Armee nach Rom rüber. Um mal wieder unsere Vasallen zu beschützen. Denn die kriegen es ja nicht selbst hin. Hm, blöd. So. Nochmal zurück. Das sind ziemlich viele Truppen, die sie da stehen haben. Und wieder mal in 2 Jahren wird ein neues Darlehen fällig. Ja, ja. Oh, wir haben unseren Kriegsgrund gegen Österreich wieder. Sehr schön. Fühle ich mich gleich viel wohler mit dem Kriegsgrund gegen Österreich. Die haben ja kaum Verbündete. Aber zum Glück auch kaum starke Verbündete. Immer noch lustig, das Bündnis mit den Ashanti. Das ist so lächerlich. Das bringt den Österreichern einfach mal gar nichts. Und das macht es halt wirklich so schön. So. Ihr regeneriert mal eure Moral auf volle Stärke. Dann holen wir uns einen Militärberater, der die Disziplin erhöht. Senkt zwar unser Einkommen leicht, aber... What the fuck cares? Und dann machen wir jetzt was ganz Gemeines. Ach, wir können es nicht machen, weil unser Thronfolger noch nicht alt genug ist. Oh, du bist 0 Jahre... Ach Gott, so ein schrecklicher Thronfolger. Oh, der Typ ist ja erbärmlich. Kann er bitte beim Jagdunfall sterben oder sowas, selbst wenn ich in der Personalunion mit den Osmanen ende? Hauptsache, ich muss... Okay, ich werde diese Sätze bereuen. Diesen Satz bereuen. Dann kommt mal mit. Ja, helft mir. Los. Help me. Mailand ist aus der Koalition ausgeschlossen. Halleluja. Oh mein Gott, Mailand ist draußen. Ich wollte gerade sagen, dann kommen die Franzosen ja gar nicht mehr zu uns rüber. Und dann habe ich diesen fetten österreichischen Block hier gesehen. Vergesst es einfach. So. Haben wir Neapel erneut vor bösen Buben gerettet. Einfach weil wir so toll sind. Senkt jetzt natürlich wieder unsere Militärausgaben. Und schippern wieder zurück. Wir sollten langsam mal vielleicht einen Krieg gegen irgendwelche Muslime führen oder sowas. Einfach damit wir wieder unsere Pietät runterkriegen. Die ist mir viel zu hoch jetzt. Auch wenn das natürlich unsere Konvertierungsrate noch nicht erhöht. Noch bringt es unsere Konvertierungsrate in Dreck. Aber davon dann eine ganze Menge. So. Och, Nupe. Was soll denn das jetzt schon wieder? Guck mal, ihr habt keine Chance. Also gebt einfach auf. Ich weiß, dieser Satz hat noch nie funktioniert. So, und ab mit euch nach Tunis zurück. In heimatliche Gefilde. Löst diese verdammte Personalunion auf. Ihr habt 76 Prestige. Ihr habt mehr Prestige als die Franzacken. Und ihren König ist sogar gestorben? Nee, das ist der Thronfolger. Okay, der König ist aber immer noch 27 Jahre alt. Wenn wir jetzt nur einen Agenten losschicken könnten, deren König zu töten, das wäre der absolute Hammer. Aber die guten alten Crusader Kings Zeiten sind leider vorbei. Schon traurig. Immer wieder erstaunlich, wie die Österreicher es schaffen, ohne Truppen in dieser Provinz mit 8000, sich gegen 8000 Eingeborene mit, was weiß ich, wie viel Aggression und Kampfeswille zu behaupten. Ich hätte die Koalition, diese Kolonie schon nach einem Tag verloren. Aber ich warte hier wirklich extra darauf, dass die Kolonie wieder in sich zusammenbricht, damit ich meine nächste Kolonie da gründe. So, was muss ich gerade sehen? Ich glaube, wir können unser Darlehen zurückzahlen. Woohoo! Voller Militärunterhalt wieder. Ich fühle mich echt unwohl damit. Also ohne den vollen Unterhalt. Wir machen zwar weniger Einkommen, aber dafür sind wir einfach mal sicherer. Wesentlich sicherer. So, Songhai ist immer noch mit Khan im Bornu verbündet, was mir scheißegal ist, weil die gar nicht zu uns rüberkommen. Ne? Hausa ist das Protektorat von Kastilien. Das ist ja der letzte Shit. Wenn wir euch den Krieg erklären,
Untertan von Kastilien. Kastilien ist Untertan von Frankreich. Okay, vergesst es. Na egal. Songhai, wir haben noch keinen Kriegsgrund gegen dich. Das ist natürlich schade. Den holen wir uns mal ganz schnell. Immer noch nicht verloren. Österreicher, jetzt verliert diese verdammte Kolonie. Ich will immer Koalition statt Kolonie sagen. Ist auch ein bisschen verwirrend. So. Ja, unser Reich ist relativ stabil wieder. Ich spare jetzt noch ein bisschen Geld, dann können wir wieder ein paar Schiffe rekrutieren, um unsere Flotte auszubauen. Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen, eine größere Flotte zu rekrutieren. Schauen wir mal ganz kurz, wie wir im internationalen Vergleich so dastehen. Ich meine, armeetechnisch werden wir jetzt nicht unbedingt das Rennen machen. Ja, auf keinen Fall. Wir sind immerhin noch vor Kastilien, aber knapp hinter den Osmanen, was ziemlich peinlich für die Osmanen persönlich ist. Gesamtschiffle sind wir hinter den Osmanen, aber ansonsten die zweitstärksten. Wir müssen jetzt natürlich doch die Osmanen überholen, was es mit der Schiffsstärke angeht. Was ist unsere erste aktuelle Mission? Anspruch auf die Provinz Judäa? Ja, ja, habt's ja wohl nicht mal alle. Wir hatten die ausgewählt. Verbesserung der Marinetechnologie. Ja, holen wir uns mal 10 diplomatische Macht auf. Ah, die Inflation hätte ich mir holen können. Verdammt, ich bin ja auch bescheuert. Obwohl, nee. Ah, sehr gut. What a oh, I see you lost your colony. What a shame if something would happen to it. Sehr schön. Haben wir mal die Österreicher geärgert. Und zeigen ihnen mal, wie man Kolonien richtig macht. Hoffentlich lernen sie nicht dazu. Schön. Schön, 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 schön. Jo. So ein Diplomat. Oh ja, die Inflationsreduktion können wir uns nicht holen. Schade. Ach, alles 2er-Berater mindestens. Verdammte Kacke. Vielleicht bauen wir auch mal ein paar Gebäude. Ich glaube, wir haben noch nicht in einer unserer Provinzen einen Tempel. Nein, haben wir tatsächlich noch nicht. Dann wird es langsam mal Zeit dafür, in unsere Provinzen, flächendeckend mit Tempeln zu decken. Flächendeckend zu decken, das ist auch ein wundervoller Begriff. Ich bin so stolz auf meine Wortfindung. Und dann nageln wir die Küste hier zu. Ich würde mal wirklich, also, vielleicht nageln wir die Küste. Ach nee, hier. Ach, die Portugiesen machen sich hier unten breit. Hey, Konvertierung von Sailor erfolgreich. Sehr gut, Sailor. Wo ist dein Moon? Dann geht's als nächstes runter nach Haut. Jo, das haut hin. Ich soll's echt lassen. Ich soll's echt lassen. Ich soll's lassen. Okay. Wie weit bist du? 75%. Exakte Morgen. Auch sehr schön. Wir dürfen bald einen kleinen Krieg gegen die Songhai führen. Und uns Gao schnappen. Ach, Timbuktu gehört ja zu Mali leider. Naja. Mali ist jetzt auch nicht die große Gefahr und ihre Schuldigkeit haben sie bereits getan im Krieg gegen die Spanier. Deswegen können wir sie auch angreifen und Timbuktu erobern. Ich meine, so eine schöne, nette, kleine 15-Grundsteuer-Provinz. Wer will die nicht? Caracas! Wo zum Teufel ist Caracas? Caracas. Ach du Scheiße. Ja, macht mal. Ich glaube, da drüben habt ihr sowieso keine Chance, irgendwas an diesem Land zu ändern, aber viel Spaß beim Versuch zumindest. Eine Provinz zu verkaufen wäre eigentlich mal ganz, gar nicht mal so schlecht, oder? Guyane. Achso, warte, wir müssen erstmal warten, bis die Randspruch hier fertig ist. Und dann können wir bei Guyane mal anfragen, Risiko nationaler Revolten zu senken. Oh, das klingt doch wieder absoluter Hammer. Oder wir warten auf Stufe 17. Aber Risiko nationaler Revolten? Oh, und diplomatischer Unterhalt steigt. Ja, damit. Hopp. Sehr schön. Oh, und die Brüder Barbarossa. Das wird der Hammer. Nette Geschichte hinter den Brüdern Barbarossa, muss ich schon sagen. Es war ja so, dass die Barbaresten wirklich sehr viel... ach, die sind im Krieg, die Idioten. Die auch. Es war ja wirklich so, dass die Barbaresken... Es sind ja wirklich nach Europa gefahren, Italien und sonst sowas. Und haben da... alles erobert, also haben da, nicht alles erobert, haben da viel geplündert, haben natürlich auch sehr viele Europäer, aka Christen, verschleppt, um sie dann in Nordafrika als Sklaven zu verkaufen. Und
unter denen waren also und die Möglichkeit halt da rauszukommen aus diesem Sklavendienst in diesen Gefängnissen war halt sogar zum Islam überzutreten und möglicherweise selbst Pirat zu werden. Das gilt für die Brüder Barbarossa zum Beispiel, wenn ich mich nicht komplett irre. Strafbestügen, wenn ich gerade von der falschen erzähle, aber eigentlich waren die Brüder Barbarossa, wie gesagt, zwei Brüder, weiß gar nicht, ob sie wirklich Brüder waren oder sich nur so genannt haben, aus Italien, die verschleppt wurden von den Barbaresken, also den Piraten hier im Norden, und dann zum Islam übergetreten sind, angeheuert haben auf einer Piratenmannschaft und später selbst die Meere unsicher gemacht haben. Aber richtig, also die waren ganz schön krass drauf dafür, dass er aus Italien kam. Ich muss schon sagen, so ganz interessante Geschichten mit den barbaresken Staaten ist halt meist weitestgehend ignoriert geblieben. Weiß gar nicht mal so genau warum. Ging halt ganz schön ab da unten. So, Songhai. Du, ich mag dich ja echt, Kumpel. Aber diese Provinz, die du da hast, oh, die sieht geil aus, die hole ich mir. Und unsere Armee kommt an und sie hauen ab. Aber nicht rechtzeitig. Badum. Dann mal danke für die Provinz, würde ich sagen. Ja, scheiße, dass die Portugiesen jetzt natürlich hier kampieren. Das ist ein bisschen nervig. Und wir können eine neue Mission auswählen. Schutz vor Portugal? Das ist eine gleich große oder größere Armee als Portugal. Wir haben eine kleinere Armee als Portugal. Konstruktion einer großen Flotte. Besitzt viele oder mehr schwere Schiffe als 20. Wie viele schwere Schiffe haben wir momentan? 5. Ich muss 15 schwere Schiffe rekrutieren noch. Die kosten mich alle 60, 0,6 pro Monat. Das sind 6. Ach du Scheiße. Unser Einkommen würde rapide sinken. Was kriegen wir als Belohnung dafür? 10 Marinetradition und 10 Prestige. Klingt nicht schlecht. Schutz vor Portugal bringt uns Armeetradition. Wow, zum ersten Mal ist meine Marinetradition. Warte mal, wir müssen, glaube ich. Flottenmoral muss ich erhöhen, dann kriege ich das Achievement. kriegen wir damit allerdings, glaube ich, nicht mehr hoch. Muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Jetzt muss ich wirklich überlegen, welche Mission nehmen wir. Die Schutz vor Portugal-Mission klingt ganz nett. Müssen wir nur 10 Regimenter rekrutieren. Ist ja gar nichts. Wir haben weniger Truppen als Portugal. Das ist peinlich. Oh, ich will Portugal erobern, Leute. Wenn der Krieg hier richtig gut für Frankreich läuft und Spanien, dann können wir Portugal demnächst erobern. Wenn sie zum Beispiel Großbritannien dazu zwingen, das Bündnis aufzulösen. Schutz vor Portugal nehmen wir als Mission und fangen gleich damit an, Truppen zu rekrutieren. An unserem Rekrutierungszentrum hier hinten, das wir noch nicht ausgebaut haben. Stimmt, das war ein Flottenrekrutierungszentrum. Schade. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment. Falsche Provinz. 8, 9, 10. Und das war's erstmal. Venedig, ach komm schon! Ihr sollt aus der Koalition austreten und nicht ihr beitreten. Habt ihr das Konzept verstanden, Leute? Beziehung verbessern. Die Osmanen mögen uns auch immer weniger, was ich ziemlich verwirrend finde. Dann müssen wir den Typen hier abziehen, damit wir demnächst Frieden können, mit Songhai schließen können. Schutz vor Portugal, perfekt, ihre Armee wurde wahrscheinlich zerstört. Kolonisiert Posse. Pff, was will ich denn da hinten? Also wir haben zumindest ihre Reichweite da halt, wegen der Provinz hier. Aber was will ich mit Posse, was will ich da hinten? Ich will Afrika komplett kontrollieren. Allerdings kriegen wir dadurch den kolonialistischen Enthusiasmus, aber die Reise dahin dauert einfach viel zu lange. Ob sich das lohnt, bin ich mir nicht sicher. Nehmen wir die mal an und brechen sie gleich wieder ab. Vielleicht kriegen wir eine bessere Mission dadurch.
Danke, Toskana, das hast du sehr gut gemacht. Du lernst dazu, ich bin so stolz auf dich. Dasselbe machen wir jetzt noch mit Venedig hoffentlich. Können den Typen aus der Toskana erstmal abziehen. Schauen uns mal ganz kurz an, wie das koalitionstechnisch jetzt so gegen uns aussieht. Ja, die ist doch relativ übersichtlich, ne? Also wenn da jetzt nicht diese blöde Personalunion mit Kastilien wäre, wäre alles perfekt. Sunnitische Fanatiker kontrollieren nun Caracas. Das ist ja schrecklich. Machen wir ihn jetzt. Bleibt doch weg da hinten. Ihr habt nicht keine Chance, die Forderung durchzusetzen, oder? Oh, sie haben doch eine Chance, das durchzusetzen. Ich muss jetzt ernsthaft eine Armee darüber schippern. Okay, warte mal ganz kurz. Wo waren wir hier stehen geblieben? Trece. Nein, Trece ist schon zu viel. Wir sind immer noch bei Dosse. Dosse, Trece. So, das reicht dann auch erstmal. Dann nehmen wir hier eine Armee. Und schippern mit dieser Armee rüber. Und vernichten ein paar sunnitische Fanatiker. Das alles dann allerdings erst im nächsten Part. Denn in diesem Part sind wir bereits zu einem Ende gekommen. Deswegen hoffe ich mal, dass er euch soweit gefallen hat. Ich meine, es ist jetzt Frieden. Aber wir müssen uns auch erstmal wieder erholen nach diesem etwas heftigeren Krieg gegen die blöden Säcke aka Frankreich und Spanien. Deswegen sehen wir uns erst im nächsten Part wieder, wenn es heißt, mehr Krieg. Wie immer, ne? Hoffentlich mehr Krieg, ich weiß es nicht. Oder hoffentlich nicht, ich bin mir nicht sicher. Wir schaffen das schon irgendwie. Ja, die diplomatische Macht können wir auch mal einbüßen. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal, macht's gut!